Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen eine neue Runde mit unserem Magier-Deck, auch heute wieder. Ich bin gespannt, wie weit wir jetzt hier entsprechend kommen. Wir sind jetzt gerade, haben 3 Sterne in Rang 18. Es ist Anfang der Saison und ich bin gespannt, wie weit wir mit diesem Deck diesen Monat kommen werden. Ich habe ja letzten Monat nicht ganz so weit gespielt, muss ich zugeben. Einfach weil ich auch recht wenig Zeit hatte. Aber wir bekommen einen Krieger. Okay. Ihr habt es so gewollt. Bringt uns nichts am Anfang. Könnten wir vielleicht brauchen, falls er eine Waffe oder sowas anzieht. Der ist nicht schlecht dafür. Okay, geben wir ihm erstmal einen Grund, sich abzureagieren. Unsere Agentumsknappin ist natürlich immer praktisch. Krieger spielen halt sehr, sehr gern ihre Dreierwaffen, ihre Fünferwaffen. Deswegen ist es eigentlich nicht verkehrt, irgendwie einen Tank entsprechend mit dran zu haben. Rüstung, die passt. Und es ist die typische Stadt. Mit ihr, okay. Ja, wir ignorieren sie jetzt einfach mal. Einfach nicht anschauen, man weiß es ja nicht. Das ist. Ich würde sagen, wir machen es auf die Art und Weise. Ja, die ist. Ich mag einen Schwertschmied eigentlich lieber. Weil, was kann ich mit ihr jetzt großartig rausholen? Ich werde sie jetzt die nächste Runde rausnehmen. Da gibt es einen ersten Schaden. Jetzt müssen wir sie einfach rausnehmen. Ich kümmere mich drum. Zack. Und damit hat er 3 Schild bekommen. Das hätte er auch für 2 Mana entsprechend bekommen können. Also hat ihm nur bedingt was gebracht. So, er legt sich eine Waffe rein. Schön, dann geben wir ihm gleich das nächste Angriffsziel für seine Waffe. Spielt er noch was aus? Ach komm, du hast noch ein Mana, da wird eh nichts da sein. Nein, da kommt nichts. So, er hat mehr Leben. Macht auch seine schöne 3 Schaden. Das war's. Deswegen spielen wir ihn jetzt einfach entsprechend aus. Damit er mit seiner Waffe schön angreifen kann. Okay, das ist natürlich praktisch. Mit 3 Leben kriegen wir ihn auch schön weg. Geht die Waffe noch auf uns oder auf was geht sie? Nein, geht nicht. Okay. Dann würde ich sagen, einmal hier drauf. Zack. Zusätzlich spielen wir noch. Na. Ja, ich glaube, ich spiele lieber einen. Er wird mit seiner Dreierwaffe unser Wasserelementar wegnehmen. Zieht sich natürlich auch 3 Schaden damit rein. Und was hat er als 5er Karte? Okay, es sieht aus wie ein Waffenkriegerdeck. Also wie Schild, wie er sich reinbaut. Was glotzt? So, er ist gefrostet. Ja, ich weiß, da liegen Verzagt 2. Nicht. Kein Jungen. Bluthof. Okay. Die Erdenmutter ist nah. Ein Schäfchen wäre jetzt schön gewesen. Haben wir aber leider nicht. Deswegen müssen wir jetzt. Ja, müssen wir leider. Uns gerichtet. Beide fast opfern dafür.
Wir haben noch 5. Lass dich im Herzen streichen. Und spielen sie noch entsprechend hier rein. So, Kane kann man einfach nicht stehen lassen. Das ist ein 4-10er. Also der hat mega viel Leben. Hätte ich ein Schäfchen gehabt, hätte ich natürlich das spielen können. Zurück an die Arbeit! Okay. Der nächste Angreifer. Nehmen wir uns unsere schönen großen Karten weg. Okay, den lassen wir noch da. Das kommt einmal weg. Und wir spielen diese beiden. Er kriegt nochmal ein bisschen Schaden drauf. Und geht hier in der nächsten Runde. Okay, passt. Sind alles kleine Gegner, das heißt, wenn er jetzt einen Wirbel spielt, hätten wir auch 2 Karten bekommen. Schauen wir, was er entsprechend macht. Er hat einen deutlichen Kartenvorteil. Und unsere Deckkontrolle ist jetzt nicht so überragend. Rüstung, die passt. Okay, ach komm, das haben wir doch schon gelernt, dass die nichts bringt. Okay, wohin greift er mit ihm an? Er geht uns ins Gesicht. Nein, kann man so machen. Muss man allerdings nicht. Wir müssen als erstes mal sein Schild hier wegnehmen. Das ist ganz klar. Aber wir nutzen natürlich erstmal sie, um entsprechend hier Karten zum Ziehen. So, dann nutzen wir einmal unsere Schildfähigkeit. Dann nehmen... Wie rum spielen wir es denn? Wir müssen eh beide weghauen. Außer ich spiele hier noch einen Blitz. Ja, machen wir so. Sie kommt raus. Ihn nehmen wir mit unserem Frosty raus. Und zusätzlich spielen wir hier unseren Yeti. Okay. Wie ich diese Karte hasse. Na gut, ihm haut es natürlich auch immer entsprechenden Schaden rein. Aber es ist natürlich eine extrem eklige Karte. Hätte man nicht diese Karte hier. Ach, schade. Oh, das tut mir so leid für ihn. Das ist... Er wird jetzt wahrscheinlich in Tastatur reinbeißen. Wir ziehen noch eine zusätzliche Karte, kriegen nochmal einen Wurmli und den Rest behalten wir mal noch. Also die sind eh auf 1-1, damit können wir sie jetzt noch zum Angriff benutzen oder als Bombenfutter und sie ziehen ja trotzdem noch Karten. Wie sieht's denn aus? Wir haben hier 4, 7, 8, 9. Was jetzt? Damit sind es 15, 16 Schaden, die hier liegen. Ich habe keine Karte, die ich irgendwie kopieren würde oder möchte. Und sieht eigentlich recht ähnlich im Deck aus. Woher hat ihr? Hat er eigentlich auch Karten gezogen oder? Bin jetzt gerade am Überlegen, weil... Ja. Strange. So, er überlegt noch. Ja komm, spielen Wirbelwind.
Das wäre schön. Guck, damit kriegst du hier zwei Karten weg und ich krieg zwei Karten dazu. Ja. Ich frage mich. Ich muss mich entscheiden. Ja, seine ganzen Rüstungsspielereien. Bringen ihm jetzt wohl offenbar nichts. Ich habe hier immer noch einen, womit ich auch einen großen weghauen kann. Und da kam gar nichts in dieser Runde. Gut, wir haben hier 12 Schaden liegen. Mehr Schmerz, mehr Schmerz. So, langt uns noch irgendwie? Nee. Na, dann warten wir noch eine Runde. Schauen wir mal, was bei ihm jetzt entsprechend kommt. Aber im Prinzip reichen uns jetzt schon 2 Schaden und wir haben die Runde gewonnen. Gegen den guten Alexander. So. Ich muss mich entscheiden. Ich frage mich, Bob. Ich glaube, jetzt wartet er einfach nur noch ab, bis das Spiel vorbei ist, geht so lange noch auf Toilette. Aber warum können diese Leute nicht dann einfach abhauen, wenn sie eh nichts mehr machen? Mehr Schmerz, mehr Schmerz. Und hier nochmal. Und sonst 6er Schaden drauf. Tadaaam! Rang 17. Ja, langsam kommen wir in einen Bereich, wo man wieder vernünftig spielt. Und nicht einfach dann auf Toilette geht, wenn man nichts mehr hat. Ich hoffe es zumindest mal. Ich danke euch aber vielmals fürs Zuschauen. Sagt mal, was ihr da davon haltet. Habt ihr auch solche Gegner, die dann einfach abhauen und dann irgendwie sagen, komm, ich brauche eh noch ein Butterbrot? Oder, ja, was die entsprechend machen. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt für das Deck, schreibt diese bitte auch in die Kommentare. Ja, und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde. Bis dann, ciao, ciao.